Im US-Bundesstaat Washington ist am Donnerstagabend eine Brücke eingestürzt. Mehrere Fahrzeuge fielen ins Wasser. Laut den Behörden gab es keine Toten. Drei Personen wurden in Krankenhäusern behandelt. Die Fernstraße verbindet Seattle mit Kanada und dem Rest der pazifischen Nordwestregion. Die Brücke auf der vierspurigen Interstate 5 ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Warum sie einstürzte, ist noch unklar. Die Nachrichtenagentur AP aber vermutet, dass das Unglück die Diskussion über die Infrastruktur, also den Zustand von Brücken, Straßen und Eisenbahnlinien in den USA wieder aufflammen lässt. Diese befinden sich oft in einem erbärmlichen Zustand.